Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Mediennutzung und Medienbiografien. In den nächsten Minuten werden Sie den Begriff des Leitmedienwechsels kennenlernen, über Digital Natives, Immigrants und dem Digital Gap hören und erfahren, wie Jugendliche das Leitmedium Internet nutzen. Wir werden darauf eingehen, wie Sie als Pädagogin oder Pädagoge Medien nutzen und sich mit Medienbiografien auseinandersetzen können. Nun gleich zum Leitmedienwechsel. Ähnlich wie die Erfindung des Buchdrucks, das Aufkommen des Radios und Fernsehens, zählt die Digitalisierung zu einem Meilenstein der Mediengeschichte. Den Prozess der Umgewichtung der am meisten genutzten Medien bezeichnet man als Leitmedienwechsel. Waren früher die Zeitung oder das Buch wichtigstes Leitmedium, so ist heutzutage das Internet das meist gebrauchte Medium. Leitmedienwechsel stellen immer eine Umbruchssituation dar, auf die sich eine Gesellschaft erst einstellen und damit umgehen lernen muss. Lassen wir den Schweizer Wissenschaftler Dr. Beat Döbeli den Begriff kurz in eigenen Worten erklären. Die Idee ist, des Begriffs Leitmedienwechsels ganz in Kürze, dass immer die Einführung eines neuen Mediums die Menschheit überfordert hat, weil man plötzlich massiv mehr kommunizieren konnte und dass dadurch ganz neue Gesellschaftsformen, Wirtschaftsformen und Kulturformen entstanden sind. Und wir befinden uns jetzt gemäß diesem Märchen wieder an einem solchen Übergang vom Buchdruck, von der Buchdruckgesellschaft zur Informationsgesellschaft. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Im Jahr 2001 stellte der amerikanische Autor und E-Learning-Experte Mark Bransky in einem wissenschaftlichen Artikel die Begriffe Digital Natives und Digital Immigrants gegenüber und brachte dadurch einen Diskurs ins Rollen. Digital Natives sind Personen, die in die digitale Welt hineingeboren wurden und mit Computer, Handy und Internet aufgewachsen sind. Die Digital Immigrants kamen erst im Erwachsenenalter mit digitalen Medien in Kontakt. Eine der Hauptaussagen seines viel diskutierten Artikels war, dass SchülerInnen von heute nicht mehr die Menschen sind, für die unser Bildungssystem ursprünglich entworfen wurde. Bransky forderte nicht nur, dass die Digital Immigrants digitale Medien selbst nutzen lernen sollen, sondern verlangte auch eine Anpassung der Bildungssysteme an die Denkweise der Digital Natives. Dieser Forderung ist das österreichische Schulsystem in den letzten Jahren zu großen Teilen nachgekommen. Computer, Tablets und Internet zählen mittlerweile zur Grundausstattung vieler Schulen. Eine der größten Herausforderungen sind allerdings nach wie vor mangelhafte digitale Kompetenzen bei der Verwendung der unterschiedlichen Tools, sowohl auf Seiten der digitalen Natives wie auch der Immigrants. Diese Kluft trennt Menschen mit Zugang zu Breitband-Internet von jenen, die in Regionen leben, die keinen oder eingeschränkten Zugang zum Internet haben. Dieser fehlende Zugang kann regional oder sozioökonomisch bedingt sein. In der Schule darf also nicht außer Acht gelassen werden, dass manche Lernende möglicherweise zu Hause keinen Zugang zum Internet haben und für sie Alternativen geschaffen werden müssen. Die Anbindung österreichischer Haushalte ans Internet ist bereits fast flächendeckend. Die 2015 in Oberösterreich durchgeführte Jugendmedienstudie ergab, dass 96% aller oberösterreichischen Haushalte über Internetzugang verfügen. Die Situation in Restösterreich ist ähnlich, abgesehen von einigen ländlichen Regionen. Die in der Studie befragten Jugendlichen berichten weiters von einer guten Ausstattung der Haushalte mit Computer, TV und mittlerweile auch Smartphones. Die Untersuchung des Medienverhaltens von 11- bis 18-jährigen Jugendlichen zeigt auf, dass die Freizeit von Jugendlichen zwar von WhatsApp, Fernsehen, Internetsurfen und der Beschäftigung auf einem digitalen Endgerät geprägt ist, ihnen aber FreundInnen und Familie sehr wichtig sind. Durchschnittlich verbringen 11- bis 18-Jährige 77 Minuten täglich im Internet, hauptsächlich zum Ansehen von Videos auf YouTube, zum Suchen von Informationen, um Online-Communities wie Facebook zu nutzen oder E-Mails bzw. Instant-Messages zu schreiben.
Das Smartphone ist für Jugendliche das wichtigste Medium, das vor allem für WhatsApp, zu Musik hören und Telefonieren verwendet wird. Je älter die Jugendlichen sind, umso bewusster sind sie sich der Gefahren und heiklen Themen rund um das Internet. 80% der befragten Jugendlichen geben an, in der Schule über Safer-Internet-Themen gehört zu haben. 75% der 10- bis 18-Jährigen würden ihre Adresse und ihre Telefonnummer im Internet nicht weitergeben. Computer- und Internetnutzung gehört mittlerweile auch zum Alltag von Pädagoginnen und Pädagogen. Fast täglich surfen LehrerInnen im Internet hauptsächlich, um ihren Unterricht vorzubereiten und um administrative Arbeiten zu erledigen. Daneben verwenden sie das Internet auch für E-Mail, Social Media sowie das Finden von Informationen. Im Unterricht liegt der Computer mittlerweile auf Platz 1 der Liste der im Unterricht eingesetzten Medien. In den meisten Fällen wird er als Arbeitsmittel zur Erstellung von Dokumenten, als Recherchetool bzw. Nachschlagewerk oder als Wiedergabegerät von Audio- oder Videodateien verwendet. Möglichkeiten des selbstgesteuerten Lernens mit dem Computer, wie zum Beispiel mit Apps, Lernprogrammen oder Lernplattformen, werden bisher deutlich weniger genutzt. Hier liegt auch die meiste Unsicherheit auf Seiten der Lehrenden, insbesondere in Bezug auf das Finden und Bewerten von altersadäquaten und interessanten Angeboten für Jugendliche. Eine Methode, um mehr Verständnis für die Mediennutzung anderer, zum Beispiel SchülerInnen, zu entwickeln, ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Medienbiografie. Stellen Sie sich dazu unter anderem diese Fragen, die Arno Pöschke in ihrem Artikel aufwirft. Welche Medien waren ein wichtiger Teil meiner Kindheit, meiner Jugend? Was waren meine Lieblingssendungen, Filme, Bücher und so weiter? Was habe ich völlig abgelehnt? Warum? Waren Medien und Medienkonsum bei mir zu Hause oder in der Schule ein Thema? Wurden mein Medienkonsum und mein Medienzugang reguliert? Was war verboten? Gab es diesbezüglich Konflikte mit meinen Eltern? Medienbiografien sind nie zu Ende geschrieben, da sich das eigene Medienverhalten laufend verändert. Sich aktiv mit der eigenen Mediennutzung über die Jahre hinweg auseinanderzusetzen, kann helfen, das eigene Medienhandeln zu hinterfragen und mehr Bewusstsein für den Umgang mit Medien zu entwickeln. Sie wissen nun, was der Begriff Leitmedienwechsel bedeutet. Ihnen sind die Begriffe Digital Native, Digital Immigrant und Digital Gap bekannt. Sie kennen Daten und Fakten zur Mediennutzung von Jugendlichen und PädagogInnen und Sie wissen, anhand welcher Leitfragen Sie Ihre Medienbiografie reflektieren können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.